Moin Moin und hallo. Heute möchte ich gerne die elektronischen Fensterheber näher bringen, und zwar an einem Mazda CX-5. Wir sitzen im Fahrzeug und schauen uns mal die linke Seite an. Da haben wir unsere Seitentür-Innenverkleidung. Was haben wir denn hier? Wir haben 2, 4, 6 und einen Nippel. 6 Schalter und einen Nippel. Was machen wir denn damit? Damit können wir 4 machen. Wenn dieser Schalter hier gedrückt wird, der hier, wenn der unten ist, dann gibt es hinten keine Funktion. Hinten bedeutet hintere Schiebefenster. Keine Funktion. Wenn wir diesen hier rausdrücken, danach haben wir wieder eine Funktion. Natürlich haben wir nur eine Funktion, wenn die Zündung auf on. Okay, ansonsten haben wir keine Funktion. Zündung on bedeutet, dass wir im Fahrzeug sitzen. So, hier, wir sitzen im Fahrzeug, schauen rüber. Hier ist ein Start-Stop-Knopf. Den drücken wir einmal, dann wird er erste Stufe gedrückt. Dann drücken wir ein zweites Mal, dann sind wir in Stufe 2 und dann seht ihr, sind die Verbraucher etc., Kamerasysteme und alles Mögliche schon an. Jetzt können wir nämlich benutzen die schönen Seitenöffnungsfreunde. Und ihr seht, auf. Jetzt drücke ich oder ziehe in dem Fall nach oben ein Stück und hör auf. Dann fährt nämlich das Fenster nur ein Stück hoch. Wenn ich über den Widerstand mich drüber bewege, fährt es danach ganz zu. So, nochmal mit der linken Seite jetzt. So ist normal, wenn ich jetzt hingehe, kurz ziehe, fährt das Stückchenweise hoch, immer wenn ich aufhöre. Wenn ich komplett ziehe, dann schließt sich das Fenster. Dieses Wissen können wir auf diese beiden auch übertragen. Genau das gleiche passiert hier vorne auch. Ich drücke mal runter, automatische Öffnungsfunktion. Ich ziehe hoch, automatische Schluss- oder Schließfunktion. Wenn ich nur ein bisschen drücke, dann kann ich die Scheibe so auffahren, wie ich das gerne hätte. Das gleiche können wir auch auf der Beifahrerseite machen. Wenn ich jetzt hier den Knopf betätige, diesen hier, dann kann ich hinten, wie gesagt, nichts mehr machen. Ich kann auch als Beifahrer nichts mehr machen. Das gleiche gilt, was hier ist, habt ihr auch noch da und auch hinten verbaut. Das heißt, wir können jetzt so eine Kindersicherung an- und ausschalten, um die besagten Scheiben nicht schließen und öffnen zu können. Okay, das sind also jetzt die Scheibenfunktionen. Das geht nur, wenn die besagte Zündung an ist oder wenn wir die Zündung ausmachen, dann ist es noch ein paar Minuten aktiv. So, wir machen jetzt aus. Zündung aus. Jetzt kann ich es immer noch machen. Seht ihr? Das funktioniert jetzt noch ein paar Minuten. Zack. Ne? Das funktioniert jetzt ein paar Minuten mit der Soft Open und Close Funktion aber nicht. Aber ich kann es auffahren und auch wieder zufahren. Okay? Das geht noch ein paar Minuten. Danach geht das auch in den Ruhemodus. Das Fahrzeug fährt also alle Dienste nach und nach runter. Das sind die elektronischen Fensterheber vorne und hinten. Hinten sind die zwei, vorne sind die zwei. Links ist linke Seite, rechts ist rechte Seite. Und so bekommt ihr easy peasy eure Fenster auf und wieder zu. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonson!